Die Verlosung. Ich habe das ausgelost gestern Abend, die Goldpässe, 15 Stück. Das werde ich um 3 Uhr veröffentlichen, das Video. Ich habe das ausgelost und dann melde ich mich bei den Leuten. An diesem 2. Februar um 7 Uhr 20 Minuten und 30 Sekunden ist Punxe Tawny Phil der Seher. Der Weissager aller Weissager. Ein wenig widerwillig, aber hellwach in Punxe Tawny erschienen und sagt, ich sehe eindeutig meinen Schatten. Tut mir leid, Freunde, 6 Wochen weiterer Winter. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, den Fred, heute am 2. Februar. Das bedeutet, heute ist Murmeltiertag. Genau, was bedeutet Murmeltiertag? Murmeltiertag bedeutet im Endeffekt nichts anderes, dass Punxe Tawny Phil, das Murmeltier aus Punxe Tawny, ich glaube in der Nähe von Philadelphia, ihr kennt ja wahrscheinlich den Film Murmeltiertag, wenn nicht, müsst ihr ihn euch mal angucken, mit Bill Murray in der Hauptrolle. Das bedeutet, wenn das Murmeltier aus seinem Bau geholt wird und es seinen Schatten sieht, dann bekommen wir 6 Wochen weiteren Winter, ansonsten halt nicht. Wie das in diesem Jahr genau aussah, weiß ich noch gar nicht. Müsste ich mal gleich nachgucken. Aber es ist schon ganz lustig. Der Film ist natürlich absolut genial. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Der ist wirklich super. Der ist wirklich ganz, ganz super, der Film. So, jetzt gucken wir mal eben. Ich hab's nämlich leider ein bisschen, hab ich's ein bisschen verbockt. Ich glaube schon. Warte mal. Jetzt habe ich mich so festgeredet hier. Jetzt habe ich mich hier so festgeredet über den Murmeltiertag. Nicht, dass ich jetzt hier vergesse, den Angriff gescheit durchzuführen. Warte, warte, warte. 3, 2, jetzt so. Hui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 . So, du war mal eben gefreezed. Da einen Wutzauber drauf. Da noch einen Sprung drauf. Und dann... Jo, müsste es gleich eigentlich funktionieren. Also wie gesagt, heute ist Murmeltiertag, einer der geilsten Tage im Jahr auf jeden Fall. Ich freue mich schon, weil ich genau weiß, dass ich heute den Film gucken werde. Und zwar Murmeltiertag, auf jeden Fall ein, ja, wie ich das gesagt habe, ein sehr geiler Film. Ach ja, das ist schön. Es müsste ein Murmeltier bei Clash of Clans geben. Ich bin immer noch dafür. Bringt ein Murmeltier rein. Egal, was es macht, egal, was es für eine Funktion hat. Ist mir egal, wir brauchen eins. Wir brauchen auf jeden Fall ein Murmeltier. Okay, Leute, raus aus den Federn und nicht die warmen Schüchen vergessen, denn es ist saukalt da draußen. Es ist jeden Tag saukalt da draußen. Wo sind wir hier? Miami Beach? Wohl kaum. Ah, die Zitate aus dem Film. Ich mag es. Weißt du, welcher Tag heute ist? Heute ist morgen. Das ist ein... Ja, ein Film, den man sich mal angucken sollte, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun hier heute. Denn nicht nur, dass Murmeltiertag ist und nicht nur, dass wir natürlich jetzt hier noch den Loot mitnehmen und die 100%. Nein, es ist auch CWL und die CWL hat schon bei The Return begonnen, beziehungsweise ich glaube, sie beginnt jetzt jeden Moment. Und das bedeutet, warte mal, warum habe ich denn einen Barbar? Der muss weg. Das bedeutet, dadurch, dass die CWL begonnen hat, möchte ich da natürlich mal eben angreifen gleich. Und das bedeutet, wir werden da auf jeden Fall gleich mal eben gucken, was ich denn da für Truppen ausbilde. Da muss ich mal eben schauen. Ne, ich suche mir einen Gegner raus, dann bilde ich Truppen aus, oder den brauchen wir nicht. So, dann werden wir mal schauen, was wir machen heute am 2. Februar. Und dann suche ich gleich mal eben raus. Wobei, warte mal. Philadelphia müsste ja ungefähr so 8 Stunden zurückliegen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das bedeutet, wenn das Viech, wenn der kleine Phil, Punxe Tawny Phil immer so um 7:30 morgens rauskommt, aus seinem Bau, beziehungsweise sie holen den ja raus und dann wird geguckt, ob er seinen Schatten sieht oder nicht. Also er sieht natürlich nicht in Wirklichkeit seinen Schatten, sondern das legen die Leute natürlich fest, ob er den Schatten sieht oder nicht. Wenn es aber der Fall ist, dass er seinen Schatten sieht, kriegen wir halt weitere 6 Wochen Winter. Aber das ist immer so um 7:30, glaube ich. 7:30 morgens, also bedeutet 8 Stunden Zeitverschiebung. Bedeutet heute um die Uhrzeit, wo ich gerade aufnehme, ich meine, selbst wenn ihr das jetzt um 14 Uhr seht, wird es natürlich dann schon ein bisschen knapp. Aber wir gucken einfach mal nach. Ich fordere jetzt mal eben nochmal an. Werft die Flinte nicht ins Korn, Leute. Freunde, werft die Flinte nicht ins Korn. Bis gleich. Jo, welcome, sagt er jetzt hier bei uns. Und das nehmen wir natürlich mal eben mit. Ich habe aber geguckt, leider ist bei The Return noch nichts los. Die CWL hat noch nicht gestartet. Deswegen bringt das noch nichts. So, warte mal. 1, 2, 3, 4. Die setze ich jetzt mal alle dahin. Da drauf. So. Oh, Moment, den Warden. Ah, jetzt hab ich den Warden. Ah, egal. Ich habe den Warden gesetzt und gezündet, ist aber egal. Da ist ja sowieso einiges los. Dann haben wir da 3 Single Infernos. Warte. 1, 2, 3. So.
Friesel, Gladi gesetzt. Gladi kümmert sich schon mal so ein bisschen drum. Nochmal Friesel. So, König zünden. Ja, ich will natürlich jetzt hier mal eben die Sachen weghaben. Dann das Rathaus weghaben. Und wenn das Rathaus weg ist, natürlich noch den Rest vom Schützenfest. Hier, warte mal, da oben ist das Rathaus. So, Ring. Drachen hinterher, zwei davon. Und jetzt lassen wir mal eben den Kampfholzwerfer da losrödeln. Ich möchte alles haben, aber der Inferno-Turm ist nicht weggegangen. Oh, oh. Das ist nicht cool. Der Inferno-Turm ist nicht ganz weggegangen. So, da ist noch Luftabwehr. Ist auch nicht so geil, aber wir sollten das hinbekommen, hoffentlich. Hoffentlich. Oh, zwei Katapulte. Das ist echt so nah zusammengesetzt. Warte. Nochmal gefreezed. So, und ich werde gleich auch noch ein drittes Mal freezen müssen. Und zwar jetzt nämlich das hier. So, oh, das Rathaus nicht erwischt. Das Rathaus nicht erwischt, aber jetzt schaffen wir es. So, es lebt wahrscheinlich der Inferno-Turm unten immer noch, oder? Er ist weg. So, jetzt holen wir uns hier noch auf der letzten Rille. Holen wir uns jetzt hier noch die drei Sterne. Das ist echt immer eine... Ich sehe es bei meinen eigenen Trollbases, wenn du so eine Showbase hinbaust, die Leute sind immer verwirrt und kriegen es nicht hin, drei Sterne zu holen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie angreifen sollen. Es ist ungewohnt, die Leute wissen nicht, was sie setzen sollen, aber wir haben es ja geschafft. So, zweimal drei Sterne, das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Aber wir werden es auf jeden Fall hinbekommen. So, und dann sage ich... Weil wir ja jetzt gegen Ende sind, zwei Sachen, und zwar die Verlosung. Ich habe das ausgelost, gestern Abend, die Goldpässe, 15 Stück. Das werde ich um 3 Uhr veröffentlichen, das Video. Ich habe das ausgelost und dann melde ich mich bei den Leuten. Dann frage ich an, ob die Leute denn ein Android-Telefon benutzen oder ein iOS-Telefon benutzen. Und je nachdem, was es dann ist, kriegen sie halt den Amazon-Gutschein über 5 Euro oder sie kriegen den Goldpass hier im Spiel geschenkt. Das sind die zwei Möglichkeiten und dann noch Nummer 2. Noch ein schönes Zitat aus dem Film. Als Tschechow den langen Winter sah, sah er einen trostlosen und dunklen Winter ohne Hoffnung. Aber nun wissen wir, dass der Winter nur ein weiterer Schritt im Kreislauf des Lebens ist. Und hier stehe ich nun mit den Leuten, Moment, wo ist es? Mit den Leuten aus dem Mami-Clan und der Sonne ihrer Herzen, die mich wärmt. Und ich könnte mir kein besseres Glück vorstellen als einen langen und schimmernden Winter zu haben. Und damit sage ich mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis später bei einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, den Fred. Macht's gut. Tschüss.